Ja, Daniel Schmidt, EGGOV, das ist die einzige Schule im Wallis für Gestaltung. Was für Berufe oder Ausbildungen kann man denn hier genau machen? Wie kann man sich das vorstellen? Also was speziell ist bei der EGGOV vielleicht vorneweg, ist, dass wir einerseits eine Schule für Gestaltung sind, wie du das richtig gesagt hast, und andererseits aber auch Fachhochschule. Das heisst, wir haben Angebote im Bereich Fachhochschule, das heisst Bachelor-Master-Niveau in visueller visuell. Ich muss immer ein bisschen suchen, ich bin sonst gewohnt, also Französisch zu sagen. Auch visuell. Und andererseits sind wir eben Berufsfachschule für Gestaltung. Und da haben wir ein Angebot vor allem im Bereich Grafikdesign, also Fachklasse Grafik. Das sind Lehrlinge, die Vollzeitausbildung in der Schule machen, 4 Jahre. Dann haben wir das Propedeutikum, das ist ein Jahr Vorbereitung für Schüler, die das Kollegium abgeschlossen haben und die an die Fachhochschule wollen. Dann haben wir eine Fachmatura, das ist vor allem für die Schüler, die zum Beispiel ein ÖSG, also École de Culture Générale gemacht haben, die können bei uns ein Jahr kommen, Fachmatura machen mit Spezialisierung auch visuell. Nachher auch meistens eben dann um eine Fachhochschule zu gehen. Und was habe ich noch vergessen? Die Berufsmatura, Vollzeit, das ist auch das Programm, das wir haben, also Vollzeit-Berufsmatura für Junge, die schon ein CFC, also ein EFZ, irgendeine Lehre gemacht haben. Und aber vielleicht wollte ich an einer Fachhochschule zum Beispiel Architektur studieren oder voilà, die kommen dann zu uns, machen das Jahr noch die Berufsmatura an und voilà. Also ein sehr vielseitiges Angebot, wenn ich höre. Und die Schule ist ja wirklich einzigartig im Wallis. Das heisst, das gibt es einfach wirklich nur einmal in so einer Schule für Gestaltung. Und da ist natürlich auch die Zweisprachigkeit ein grosses Thema. Wie sieht das uns mit der EGGOV? Richtet sich das Angebot eher an Ober- oder an Unterwalliser? Also das Angebot richtet sich an alle Walliser, das ist klar. Wir haben Schüler, unsere kantonale Schüler, wir haben Schüler aus dem Ausland, vor allem Studenten aus dem Ausland. Natürlich, wir haben der grösste Teil unserer Schüler sind Unterwalliser, sind Französisch sprechend. Wir haben einen kleinen Prozentsatz an deutsch sprechenden Schüler. Also in der Berufsbildung sind das ja, vielleicht 4-5%, also es sind ganz wenig. Im Bereich von der Fachhochschule werden es auch nicht viel, viel mehr sein. Der Unterricht ist natürlich auf Französisch, also es ist in dem Sinne nicht zweisprachig, aber wir haben einen grossen Teil der Lehrer, die zweisprachig sind. Oder wo aber sogar aber Muttersprache vielleicht sogar Deutsch ist. Also man kann sich immer wieder verständigen mit den Lehrern auf Deutsch. Aber die Unterrichtssprache ist Französisch, vor allem aber beim Grafiker mit der Berufsmatura ist das Französisch. Im Propedeutikum ist es Französisch und Englisch, würde ich sagen. Wir haben gleich ein, zwei Schüler, die eher Englisch reden als Französisch. Und da kann man sich eigentlich mehrsprachig ein bisschen durchschlagen. Aber das Französischniveau muss schon vorhanden sein, oder? Das ist schon happig für den Oberwalliser. Also ein gewisses Französischniveau muss da sein. Sagen wir, wenn jemand eine Sekundarstufe gemacht hat und einigermaßen Not in Französisch hat, dann sollte das gehen. Vielmals würden wir ein Jahr vielleicht noch das französische Jahr empfehlen. Und voilà, wir haben auch Schüler, die noch nie Französisch hatten in der Schule. Also wir haben im zweiten Jahr jemanden, der noch nie, die sind nicht in der Schweiz aufgewachsen. Und voilà, da hat man nicht unbedingt dann aber Französisch in der Schule. Und das geht, das ist happig, das ist hart, aber es geht. Man muss sich einfach dahinter klemmen. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe Lust, die Schule zu machen, das wäre ein interessantes Angebot für mich. Mit meinem Französisch liegt es überhaupt nicht. Würdet ihr mir denn empfehlen, auf Lief Bären zu gehen und das Angebot zu machen, wo es eine deutschsprachige Klasse gibt für das? Ja, also das Problem mit der Berufsbildung ist halt immer, es ist nicht wie in der Fachhochschule so demokratisiert in dem Sinn. Also es kommt natürlich immer darauf an, wer das schlussendlich dann finanziert wird. Ihr könnt natürlich gleiche Ausbildungen in unserem Kantonal machen, das ist klar, auf Deutsch. Und, der Berufsbildung ist aber immer so, wenn zum Beispiel eine Ausbildung im Kanton vorhanden ist, dann schaut der Kanton zuerst einmal, dass man das vielleicht eben im Kanton machen tut. Ja, ich würde es gleich mal probieren. Wie sieht es jetzt also allgemein mit dem Interesse von Oberwalliser aus? Ihr habt vorhin gesagt, das sind schon hauptsächlich Unterwalliser, die zur Schule kommen. Michi, eine eigene Klasse, die nur Deutsch ist, keinen Sinn? Also im Moment nicht, nein. Also es hat ja noch nie Sinn gemacht, weil wir haben so einen kleinen Prozentsatz an Kandidaten, dass sich das eigentlich nicht lohnt. Also so, um ein Beispiel zu geben, wären 80 Bewerber zum Beispiel bei einem Grafiker durchschnittlich pro Jahr, die sich für einen Platz bewerben. Und von diesen 80 Stück sind vielleicht 2 oder 3 Oberwalliser drunter. Und von diesen 2, 3 Oberwalliser haben, ich sage, 50% in der Regel gute Chance aufgenommen zu werden.
willst du doch eigentlich immer Goethe-Dossier sein, eine neue Goethe-schulische Ausbildung haben. Also, wenn ich eine eigene Klasswelt oder mir Steve mache, das ist natürlich das ist nicht meine Entscheidung, aber dann also, würde ich, wäre nicht möglich. Wir hätten einfach zu wenig Leute. Ja. Vor kurzem hat er auch den Tag der offenen Tür gehabt. Er hat im Oberwallis viel Werbung dafür gemacht. Wie ist das auch? Es sind viele Oberwalliser, das kann ja. Ja, also wir machen eigentlich immer ähnlich viel Werbung im Oberwallis. Also, sie haben wir mehr Leute, sie haben weniger. Wir haben relativ viel gehabt, ja. Wir werden dieses Jahr auch relativ viele Bewerbungen wieder aus dem Oberwallis haben im Vergleich zu den letzten paar Jahren. Also wir haben, ich kann mich an 3 erinnern, die doch schon sehr... sehr sicher sind, dass sie werden bewerben. Und dann noch ein paar dazu kommen, sind wir prozentmässig, also weit über dem Durchschnitt von den letzten Jahren. Ich muss sagen, wir hatten ein Jahr, wo wir teilweise Klasse hatten mit 8 Oberwallisern. Aber leider in den letzten Jahren durchschnittlich immer vielleicht so 1 bis 2. Komm, also so zum Abschluss, vielleicht sagen, dass die Unterwalliser ein bisschen mehr die Künstler sind, die Oberwallis. Ja, das weiß ich nicht, nein. Es ist sicherlich, für viele ist die Sprachbarriere halt schon. Dass sie sich sagen, ja, wir machen vielleicht etwas anderes. Vielleicht ist das Interesse anders. Es gibt auch mehr Unterwalliser hier. Das ist ja klar. Aber ja, ich sage, die Bewerbungen, die aus dem Oberwallis kommen, die haben immer sehr, sehr gute Chancen. Weil wir euch sagen, das Projekt ist schon mal ziemlich sicher, weil es halt wirklich die Sprachbarriere so ein bisschen gibt. Jemand, der sagt, ich mache das auf Französisch, bei dem sind wir ziemlich sicher, dass er sich vorher gut überlegt hat, was er will machen. Und die haben auch gute Chancen und sind meistens auch super Schüler. Wenn sich das vielleicht jemand noch nicht so gut überlegt hat, aber eventuell Interesse hängen an der Schule, wie kann er vorgehen? Also wir haben ja eben Tag der offenen Tür, das ist immer also Ende Januar. Was wir euch haben, sind so Programme Etudiant d'un jour ou Élève d'un jour, wo die Schüler einen Tag können vorbeikommen und, ja, und sich das anschauen, also wo schon im Unterricht integriert sind. Wir überlegen uns auch für so ein Sommerangebot, dass wir aber vielleicht eine Woche oder so in die Schule kommen und hier etwas machen, um das ein bisschen kennenzulernen. Aber sonst einfach mir ein E-Mail schreiben und dann etwas vereinbaren. Das ist relativ einfach bei uns.